Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns an eine neue Sache gewagt, nämlich die Topfenherstellung. Man könnte auch Quark dazu sagen. Zuerst wird die Milch auf 38 Grad erwärmt und danach wird sie dickgelegt mittels Labentropfen. Man kann mit dem Finger testen, ob der Käsebruch schon dick genug ist. Wenn der Finger sauber ist, wenn man ihn herauszieht, dann ist der Bruch hart genug und er kann geschnitten werden. Das war hier noch nicht der Fall, darum muss er noch weiter ruhen. Normalerweise ruht er zwischen 10 und 12 Stunden, bis man ihn schneiden kann. Hier sieht man, wie er entmolkt hat. Das heißt, die Fäden haben sich von den flüssigen Bestandteilen getrennt und er kann geschnitten werden. Durch das Schneiden entmolkt er noch besser. Bei der Topfenherstellung wird die Milch nicht vorgesäuert, sondern es werden Kulturen hinzugefügt, die dann für den Geschmack sorgen. Mittels Schöpfkelle wird der Bruch dann aus dem Topf gehoben und in ein Mulltuch oder eine alte Stoffwindel gegeben, dann aufgehängt für ungefähr 2 Stunden, damit er gut ablaufen kann. Hier sieht man die Molke. Sie besteht aus den flüssigen Teilen der Milch. Hier sieht man den fertigen Topfen. Natürlich muss er gleich verkostet werden. Und das Ergebnis lautet: Top.